Hallo und willkommen zurück zu Shoninjas Let's Plays und einem neuen Let's Test angespielt zu dem Spiel Grounded. Ja, ich habe mir das Spiel vor ziemlich genau ein, zwei Wochen gekauft, weil mein bester Kumpel aus Magdeburg zu Besuch war, der André. Hallo André, falls du zuschaust. Und ja, wir wollten es eigentlich im Multiplayer spielen, haben dann aber erschreckenderweise festgestellt, dass das Spiel A noch, wie wir oben rechts sehen, in so einer Art Early Access ist. Und es trotzdem aber auf die Xbox rauskam. Ich dachte, dadurch, dass es auf der Xbox war, ist es auf jeden Fall eine Full-Version. Und B, es war zwar, hat zwar einen Multiplayer-Modus, dieser ist aber nicht im Koop bzw. im Local-Modus spielbar. Nichtsdestotrotz möchte ich gerne mit euch, ich kann ja mal kurz gucken, ja, das hat er scheinbar gemacht, möchte ich das Spiel jetzt nochmal kurz anspielen, um es auch euch zu zeigen. Und genau. Wir haben zuerst die Wahl des Charakters und des Schwierigkeitsgrads. Wir bleiben mal bei Medium. Und ich bleibe bei Max. Hey, nice to meet you. Das Spiel ist nach wie vor nur auf Englisch spielbar. Aber das wird sicherlich in der Vollversion auch auf Deutsch spielbar sein. So, und so geht's los. Hier. Damn. Where am I? Are those roots? Nah, can't be. Oh, this must be one of those prank TV shows. An extremely elaborate, realistic prank show. Genau. Das Spiel geht los, dass wir uns einfach irgendwo draußen befinden und es scheint. Hey buddy, clock's now. What? Ach. Whoa, look at the size of that ant. Ja. Honestly, I'm just glad it's not big enough to squish me. Max buddy, starting to think this might not be a prank. Still gonna be famous though. Gonna need an agent, a publicist, a sports car. Genau, so langsam begreift er, dass das vielleicht doch kein Traum ist und ja, er einfach nur geschrumpft sein könnte. Ich sammle hier schon mal ein paar Sachen ein, die wir später noch brauchen werden, solange er hier noch im Quatschen war. Und dann gehen wir auch direkt weiter zu der Hauptquestmarkierung. Die ganzen Rohstoffe hier brauchen wir zum Bauen. Aber hier für die Blätter brauchen wir dann schon eine Axt. Das Spiel ist ein ja, Multiplayer Survival Sandbox Game. Ähnlich wie Minecraft, nur mal in einer anderen Optik. Und nach dem Spielprinzip, Liebling, ich habe die Kinder geschrumpft. Wir haben ein recht großes Inventar. Aber sobald es dann losgeht, dass wir hier Sachen craften und Co., dann ja, wird das Inventar dann doch auch relativ schnell voll. Die Ameisen sind erstmal nicht böse. Vermutlich aber, wenn ich sie angreife, was ich nicht tun werde. Vor allem, weil die hier immer in so großen Rudeln unterwegs sind. Genau, und hier ist erstmal das erste Questzelt. Denn hier ist ganz, ganz wichtig ein Computer. Ein Scanner. Well, someone had to have set up all the sciencey stuff here. But still, I'm not exactly sure where this is and what is going on. I should keep looking around. Hier in diesem Scanner können wir Rohstoffe, die wir gesammelt haben, scannen. Und dabei erforschen wir halt immer irgendwelche Rezepte. Jetzt für den Stein haben wir jetzt herausbekommen, wie wir eine Axt bauen. Und das kostet halt immer Energie. Die Energie lädt sich aber auf. Oben rechts sehen wir, wie lange es dauert. Und das ist Ingame-Zeit, um es sich wieder aufzuladen. So, ansonsten heißt die Story, dass wir nach weiteren Beweisen suchen oder nach Evidenzen sind zwar eigentlich Beweise, aber nach Hinweisen würde ich es eher nennen.
Weil er weiß ja nicht, warum ist er hier und was ist passiert. Wie wird er wieder groß? Ist das alles nur ein Traum? Looks like that little red thing's itching for a fight. Scheiße. Das passiert mir aber auch immer wieder. Hat er mir gesagt, wie ich kämpfe? Dann hau ich halt einfach mit dem Stein zu. Ist das nicht drunk oder so? Es kommt direkt auf mich. Ach, die Biene, ja. Genau, Wasser finden war jetzt unsere nächste Quest. Das gibt uns zwar Wasser, aber es ist nicht lecker. Wild um mich schlagen ist eigentlich nicht gut, weil wenn jetzt eine Ameise neben mir ist... Wenn ich dir Schaden mache, werden mich bestimmt mehrere Ameisen angreifen. Ein Schlag mit dem Stein reicht nicht aus, wie es scheint. Egal, unsere nächste Quest ist hier diese Maschine. Herauskriegen, was mit der Maschine auf sich hat. So. Und die Maschine arbeitet nicht, weil einer der Laser nicht funktioniert. Und zwar wegen diesem Blatt. Und ein Laser... Wieder. Das wollte ich nicht. Erstmal mit der Steuerung hier wieder klarkommen. Genau, Essen war gerade auch eine Quest. Ansonsten sollen wir Wasser finden. Und irgendwas, um den Laser zu entblocken. Und dazu bräuchten wir auf jeden Fall erstmal eine Waffe. I don't want any trouble, Ant. I don't want any trouble, Ant. Weevil's snuffling along here. Das war zwar nicht so nett, aber wir müssen halt alles Mögliche erforschen, um irgendwelche Rezepte freizuschalten, und da brauchen wir Zutaten über Zutaten. So, zwei Energie hat sich schon wieder aufgeladen. Mal den Harz oder was das ist erforschen. Da ist jetzt nämlich die Workbench freigeschaltet. Und das kleine Vieh, eine kleine Zecke oder irgend sowas war das. Eine Gasmaske kriegen wir dadurch. So, mehr ist gerade nicht möglich. So, few details. Dann wollen wir doch mal gucken. Tools. Wir können einen Speer bauen. Oben rechts sehen wir den Damage. Die Axt wäre besser. Dazu bräuchten wir eins von diesen Wooden Krams. Das können wir aber herstellen. So, der Hammer macht sogar noch mehr Schaden. Aber ich mache erstmal die Axt. So, den Hammer kann ich trotzdem noch machen. Dann können wir den nämlich als Waffe benutzen. Ach, der Speer, der war ja so super schnell. Das war auch gut, wenn ich mich recht entsinne. Eine Torch war nicht schlecht, aber da fehlt uns noch trockenes Gras. Und das ist auch eine Waffe. Da fehlen uns noch Nadeln. So, Workbench Materials, da fehlt noch ein bisschen was. Ach ja, Art. So, Armor und Weapons, da fehlen mir aber Teile für.
So, dann... Nein. Nein. Da war's. Axt. Unten links ist unsere Ausdauer. Und schon haben wir ein neues Material. Eine Schaufel und ein Augenbinde. So, diese Teile hier bräuchte man in Massen, um Gras. Das ist trockenes Gras. Das tragen auch manchmal die Ameisen mit sich rum. So, dann würde ich das sagen, gucken wir erstmal. Es gibt ja auch noch andere Teile. Das ist Dry Grass. Das da ist was anderes. Das ist Wheat, aber braucht Stufe 2. So, dann gucken wir mal da drüben. Dieses Teil muss weg, damit der Laser eine Verbindung hat. So, der eine geblockte Laser ist damit frei. Was auch sehr cool ist. Warte, ich nehme das hier mal mit. Glover. Das sind auch wieder neue Rezepte. Ist der gleiche vom letzten Mal. Oh, ich habe Hunger. Aus dem Menü war Essen leichter. Warte, Inventory. Trash Inspect. Ich werde angegriffen. Ey, dieses scheiß Vieh. So, oben rechts sehe ich meine Werte. So viel bringt das nicht, aber besser als nichts. So, kaputt. Damit kriegen wir wieder was Neues. Und Pustblumen. Pustblumen kann man als Fallschirm benutzen. So. Eine alte Dose. Wir müssen ja genau, Wasser brauchen wir noch. Das zählte scheinbar nicht als sauberes Wasser. Ich glaube, solange es auf dem Baum rum ist, zählt es als sauberes. Sieht man gerade nicht. Aber es gibt halt so Regentropfen. Dach, da war doch gerade eine da oben. Sehr gut. So, ist das Tutorial auch fertig. So, wo ist der Laser? Okay, dann in die Richtung wieder zurück. Haha. Die klauen meine Teile. Hallo. So, dann wollen wir mal wieder scouten und ansonsten würde ich nämlich weiter zur Hauptquest gehen und den dritten Laser freihauen.
So, da waren ein paar Ausrüstungsteile und ein paar Dachdächerteile. Ah, hier unten ist das, was ich gerade in der Hand habe. Auch Wandteile, Gebäudeteile, besser gesagt, ja. So. 14.07, es ist 13.50. Dann bleibe ich mal kurz im Menü. Ich wollte nämlich eigentlich gerne diesen Speer ausrüsten. Aber ich würde ihn gerne... Ah, so geht's, okay. So, ein Stein kann oben bleiben, den brauche ich nicht. Und der Mushroom auch nicht. Ich esse den jetzt einfach mal... Ach ne, ich bin relativ voll. Revel Meat, Fresh Wound und Edible. Das da können wir mal noch ausrüsten. Falls was passiert. So, ansonsten Crafting. Haben wir hier irgendwas? Eine Schaufel. Von der Waffe her ist das am stärksten, aber wo ich diese Nadeln herkriege, weiß ich noch nicht. So, haben wir uns mal noch eine Schaufel gemacht. Davon können wir uns nichts herstellen, da auch nicht. Gebäudeteile könnten wir. Lohnt aber irgendwie noch nicht. Ist da ein Bett dabei? Nein. So, das war das. Zum Schlafen. Drehen. So, es ist aber noch nicht dunkel genug. Lohnt sich noch nicht. Das kann ich nicht, das kann ich nicht. Da fehlen mir überall Items für. Okay, so, es müsste es doch eigentlich das hier wieder Zeit vergangen sein. Dann würde ich das hier mal noch scannen. Und ansonsten gehen wir mal zum nächsten Laser. Dazu müssen wir ja einfach nur hier in die Richtung laufen, wo wir sehen. Das ist ein richtig großes, kaputtes Blatt. Kann ich das auch kaputt hauen? Na, sieht nicht danach aus. Harz. Mehr Harz. Und wieder eins von diesen kleinen Viechern. Ah, dafür brauche ich einen Hammer. Ach, wir haben ja einen Hammer. Deswegen ist der links gut. Der Speer, der Hammer macht zwar mehr Schaden, haut aber viel langsam zu und mit dem Speer können wir einfach durchgehend gegenschlagen. So weit geflogen hier. So, wir müssen in Richtung des Lasers. Hier, jetzt sind wir auf dem richtigen Weg. Glaube ich zumindest. Ja, hier ist es. So. Genau. So, und an der Stelle möchte ich erstmal sagen, machen wir eine kleine Speicherung. Bis zum nächsten Mal.